Ich bin eigentlich ganz ein Schücher in der Schule, wenn ich ehrlich bin. Überraschend. Ich bin eigentlich nie derjenige gewesen, der laut gesehen ist. Ich glaube, das ist wirklich mit dem Alter gekommen, wo ich zum Beispiel einen Kreuzband gerissen habe mit 15, damals mit dem FCB, wo ich dann die Lehre angefangen habe, wo ich dort auch mit älteren Leuten zu tun hatte. Mein Chef, der Thomas Rutishauser, hat mir dort sicher sehr viel geholfen an meiner Lehre, die ich gemacht habe. Und ja, das kommt, glaube ich, auch mit Erfahrung, mit der Zeit. Und ja, ich war neben dem Platz eigentlich immer ein Ruhiger. Auf dem Platz wollte ich eigentlich immer Kommando übernehmen. Nicht mit Arroganz, sondern ich habe wirklich die Vorstellung an mir selber sehr hoch gehabt. Und so wollte ich auch mitspielen mit sein. Für mich ganz oben auf der Liste ist Respekt. Ich bin so erzogen worden und so wollte ich das auch mitziehen. Respekt ist für mich A und O gegenüber älteren Leuten, aber auch den Jungen. Ich glaube, man kann von den Älteren, aber auch wieder von jungen Leuten immer wieder lernen. Wir sehen natürlich jetzt in der Nazi eine sehr, sehr junge Mannschaft, die sehr viel Erfahrung mitbringt, aber auch nicht. Und meine Rolle ist, die Mitspieler, die Jungen vor allem, mitziehen und ihnen helfen, indem ich seit 10 Jahren Fußballprofi bin. Ich habe schon viele Sachen gesehen in der Schweiz, im Ausland, nochmal im Ausland. Verschiedene Mentalitäten auch. Und das probiere ich der Mannschaft zu geben. Es hat mir sicher geholfen, dass ich in meinen Jungen mit 22 schon eigentlich meine Frau gefunden habe, die mir enorm geholfen hat. Vor allem in der schwierigeren Zeit, als ich zum Beispiel auch die Clubs hatte. Dass sie immer hinter mir gesehen ist und dass ich so Leute hinter mir habe, das ist mir sehr, sehr wichtig. Meine Frau, meine Familie, aber auch meine Freunde. Und ja, es ist eine neue Erfahrung, wenn du ein Kind hast, wo du vielleicht anders ins Leben reinkommst, wo du vielleicht mehr fürs Kind machst als für dich selber, wie du es vorher gemacht hast. Und es hat sich schon viel verändert, aber ich bin enorm glücklich, dass alles so gelaufen ist, wie ich mir das eigentlich immer vorgestellt habe.